Sarah Lombardier und Roberto, sie haben ein süßes Geheimnis. Diese Nachricht schlug ein wie eine Bombe. Sarah Lombardi hat einen neuen Freund, und es ist nicht Pietro Lombardi. Roberto Ostini heißt der Mann, der ihr den Kopf verdreht hat. Er kommt aus Berlin und ist offenbar bereits seit einem halben Jahr an Sarahs Seite. Aber warum das sechsmonatige Versteckspiel? Dafür lieferte die 25-Jährige jetzt die Erklärung. Natürlich ist es so, dass man es nicht direkt am Anfang schon publik macht, weil man erst mal schaut, wo die Reise hingeht und sich kennenlernt. Und ich glaube, das war auch ganz vernünftig, erzählte die Sängerin in ihrer Instagram-Story. Jetzt scheint sie sich ihrer Sache sicher zu sein. Ich mache kein großes Geheimnis daraus, ich bin verliebt, schwärmt sie. Kommt jetzt das zweite Baby? Da auch Pietro Lombardi, ihr noch Ehemann, mit der neuen Beziehung seiner Ex einverstanden ist, hat Sarah nun also freie Bahn, auch wenn sie sich bei Social Media den ein oder anderen gehässigen Kommentar gefallen lassen muss. Davon lässt sich Sarah Lombardi allerdings nicht die Laune verderben. Sie sagt, ich stehe da voll hinter, weil ich wirklich im Moment sehr, sehr glücklich bin, und wirklich einen ganz tollen und liebevollen Menschen an meiner Seite habe, den ich auch sehr, sehr gern habe. Und was ist jetzt der nächste Schritt? Denken Sarah und Roberto etwa schon über ein Geschwisterchen für Alessi nach? Sie gibt sich vielsagend, weil ich ein Mensch bin, der auch eine Familie haben möchte, der mit jemandem alt werden möchte und der an die Liebe glaubt. Klingt ganz so, als hätte das junge Glück große Pläne.